95% aller Diätversuche werden langfristig scheitern. Das bedeutet, die eine Erfolgschance, um langfristig Fett zu verlieren und den eigenen Körper zu definieren, liegt nur bei mickrigen 5%. Diese mickrigen 5% ergeben sich daraus, dass die meisten Menschen wieder und wieder und wieder immer die gleichen Fehler machen, die sie dann aber davon abhalten, sich langfristig zu transformieren und den Körper zu erreichen, den sie tatsächlich langfristig haben möchten. Hier sehen wir sowohl in der Praxis als auch in der Theorie wieder und wieder und wieder immer die gleichen Muster und immer die gleichen Fehler, die dafür sorgen werden, dass trotz des vorhandenen Kaloriendefizites wir einfach nicht in der Lage sein werden, uns langfristig an unsere Diät zu halten, langfristig kein Fett verlieren werden, sondern immer wieder rückfällig werden und quasi eine On-Off-Beziehung mit unserem Körper bzw. mit dem Thema Fettverlust führen. Welche diese drei Fehler sind und wie du es in deiner Praxis besser machst, das besprechen wir jetzt in diesem Video. Und ich würde sagen, wir reden nicht länger um den heißen Brei, sondern steigen direkt ein mit Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 1 besteht darin, dass wir viel zu restriktiv mit uns sind und unsere Ernährung so gestalten, dass sie primär auf Verzicht beruht. Blicken wir hier zum Beispiel in die allermeisten Diäten, dann sehen wir immer, dass das Diätkonzept auf irgendeine Art und Weise des Verzichtes beruht. Low Carb, wenig Kohlenhydrate, Keto, gar keine Kohlenhydrate mehr. Und die Grundidee hinter einer bestimmten Diät besteht immer darin, dass wir irgendetwas wegstreichen, sei es ein kompletter Makronährstoff, auf den wir verzichten sollten, oder aber bestimmte einzelne Gruppierungen von Lebensmitteln, Paleo-Diät, vegane Diät, wenn man das machen möchte zum Fett verlieren, oder was auch immer. Das Lustige ist hier in der Praxis, dass zwar ein initialer Verzicht, entweder von einer bestimmten Gruppe von Lebensmitteln oder einem ganzen Makronährstoff, zu einem ersten kleinen Erfolg führen wird, zum Beispiel, weil wir einfach weniger Kalorien konsumieren, deshalb auch Wasser ausscheiden werden und wir dann ein erstes Gefühl des Triumphes erfahren werden. Mittel- und langfristig wird lustigerweise allerdings genau dieser Punkt, und vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon mal in deinem Leben gemacht, dieser erste initiale Erfolg, diese erste kleine initiale Anpassung in unserer Ernährung, auch langfristig dafür sorgen, dass wir tatsächlich scheitern werden. Und mit einer Low Carb oder mit einer Keto-Diät ist es nicht die hohe Proteinzufuhr, die uns zu Heißhunger und Binge-Eating-Attacken führt. Es ist der Verzicht der Kohlenhydrate, der langfristige Verzicht auf die Lebensmittel, die wir wirklich gerne essen wollen. Von daher hier mein riesengroßer Ratschlag, wenn du langfristig Fett verlieren möchtest. Inkludiere und nicht exkludiere. Die meisten Diäten exkludieren. Hatten wir eben schon besprochen. Makronährstoffe, einzelne Lebensmittel, bestimmte Zeitphasen, in denen wir essen oder nicht essen dürfen oder was auch immer. Die deutlich klügere Strategie besteht allerdings darin, dass wir inkludieren. Hier mein Ratschlag, dass wir auf zwei Ebenen denken. Auf der einen Seite solltest du dir Gedanken darüber machen, welche Lebensmittel isst du tatsächlich gerne? Und das kann alles Mögliche sein. Schokolade, Süßigkeiten, Äpfel, Gurke, Tomate oder was auch immer. Und auf der anderen Seite eine Liste machen mit Lebensmitteln, die sehr reich an Mikronährstoffen sind. Wie zum Beispiel Spinat, Mohrrüben und grundsätzlich Gemüse. Und diese beiden Dinge sollten wir dann fest implementieren. Sprich, wir inkludieren die Lebensmittel, die wir wirklich gerne essen, damit wir eben nicht das Gefühl des stetigen Verzichtes haben. Und auf der anderen Seite inkludieren wir Lebensmittel, die sehr reich an Mikronährstoffen sind, dass wir uns auch tatsächlich gesund und somit ausgewogen ernähren. Von daher Fehler Nummer 1, den du unbedingt vermeiden solltest, denke nicht in Restriktionen und verzichte niemals. Der Fehler Nummer 2 besteht darin, dass wir komplett rückfällig werden am Wochenende. Und viele von uns ruinieren ihren gesamten Wochenfortschritt mit einigen wenigen Momenten, die am Wochenende passieren. Und ja, viele glauben hier, wir müssten uns irgendwie belohnen oder wir dürften uns jetzt belohnen am Wochenende. Und das hat ja gar nicht so viel Kalorien, wenn wir zum Beispiel in einer Pizzeria essen gehen und eine große Pizza essen und vielleicht ein Bier dazu trinken. Die Realität ist allerdings häufig, dass viele Lebensmittel, die wir vor allem außerhalb zu uns konsumieren, Mahlzeiten und Gerichte sind, die ultra hochkalorisch sind. Und das ergibt auch in der Praxis nur Sinn. Das Ziel eines Pizzabäckers oder einer leckeren Spaghetti-Carbonara-Kombination ist es nicht, uns möglichst kalorienarm zu ernähren und unsere Ernährung bzw. unsere Diät weiterhin durchzuhalten, um Kaloriendefizit zu bleiben, sondern ein schönes Gefühl beim Essen auszulösen. Und das wird häufig unterstützt mit hochkalorischen Zutaten wie Fette, Öle, Zucker und dergleichen, was dann dazu führen kann, dass gut und gerne mal eine Pizza oder eine Portion Nudeln außerhalb zwischen 1500 bis 2500 Kalorien hat. Und nein, das ist keine Übertreibung. Diese Zufuhr an Kalorien kann allerdings schnell dafür sorgen, dass wir nicht nur nicht mehr im Defizit sind, sondern katastrophal im Kalorienüberschuss sind und sogar die gesamte Wochenenergiebilanz
sprengen werden und eben auf die wöchentliche Basis nicht mehr im Kaloriendefizit sind. Was hier dabei hilft, ist Folgendes. Auf der einen Seite kannst du für eine bestimmte Zeitphase einfach darauf verzichten, auswärts essen zu gehen. Das ist für viele von uns allerdings nicht so angenehm und Essen ist ein soziales Event und auch ich predige sowohl auf diesem Kanal als auch in meinen Büchern immer wieder, dass die eigene Diät bzw. der Fettverlust mit dem eigenen Leben harmonieren muss. Hier ist es die deutlich bessere Strategie, zum Beispiel mit dem intermittierenden Fasten zu arbeiten. Intermittierendes Fasten ist okay, es ist ein Werkzeug, keine Wunderpille zum Fettverlust. Es kann uns allerdings dabei helfen, Kalorien bis zum Abend einzusparen. Meine Grundannahmen ist jetzt, dass wir eher abends essen gehen und dass wir das Wochenende eher in den Abendstunden ruinieren und nicht unbedingt morgens beim Frühstück. Wenn du mit dem intermittierenden Fasten arbeitest und vielleicht bis zum Event nur Protein zu dir konsumierst in Form von sehr fettarmen Proteinquellen wie Proteinshakes, Magerquark, einfach nur Fleisch oder was auch immer, hast du für den Abend oder für das Event noch sehr viele Kalorien offen und kannst dich dann auch austoben mit gewissen Limitierungen allerdings. Nichtsdestotrotz sollte es hier dein Ziel sein, vor allem vermutlich an den Tagen Freitag und Samstag, dass du eben nicht komplett über die Stränge schlägst und somit deine Diät ruinierst. Von daher, hab zumindest für die Phase der Transformation einen Blick auf das Wochenende und sei dir bewusst, dass hier eher die schwierigen Tage vermutlich liegen und sorge dafür, dass du eben nicht extrem viel Kalorien konsumierst und somit deine Wochenenergiebilanz ruinierst. Punkt Nummer 3 und bei diesem Punkt blutet mir immer das Herz und als Coach könnte ich mir buchstäblich die Haare ausreißen. Punkt Nummer 3 ist der Fehler, dass wir uns ausschließlich und nur auf die Waage fokussieren. Und ja, wer Fett verlieren möchte, wird vermutlich auch leichter werden. Hier ist jedoch der erste Gedankenfehler. Eine Gewichtabnahme muss nicht zwangsweise eine Fettabnahme bedeuten. Dies sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die zwar sehr ähnlich aussehen, nicht unbedingt aber immer das gleiche sein müssen. Sie gehen häufig Hand in Hand, aber nicht immer. Und wenn du deine Ernährung so gestaltest, wie ich es in meinen Büchern promote, beziehungsweise wie ich es auf diesem YouTube-Kanal ebenfalls lehre, wird eine Body Recomposition eintreten, sprich mit einer erhöhten Proteinzufuhr, du bist hoffentlich im Krafttraining, trainierst progressiv, wirst du sowohl Muskulatur aufbauen, als auch deinen Körperfettanteil reduzieren. Und häufig kann es hier in der Praxis dazu führen, dass wir gar nicht so viel Gewicht verlieren, in Wirklichkeit aber 5, 6, 7, 8 oder sogar 10 Kilo innerhalb eines 12-wöchigen Zeitfensters an Fett verlieren, aber nicht unbedingt an Nettogewicht. Was hier häufig passiert, ist die Tragik, dass wir auf die Waage gehen, um natürlich unser gleitendes Gewicht herauszufinden, aber keine anderen Werkzeuge haben, unseren Fettverlust festzustellen, wie zum Beispiel das regelmäßige Ausmessen. Das ist vielleicht ein anderes Thema für ein anderes Video. Und dann enttäuscht sind, weil vielleicht die Waage nicht immer nur weiter nach unten geht, sondern dann eher stagniert. Und wir glauben, wir würden uns auf einem Plateau des Fettverlustes befinden, obwohl wir eine wunderbare Transformation gerade erreichen mit dem Muskelaufbau und dem Fettverlust und einfach daraus die komplett falschen Schlüsse ziehen, wie zum Beispiel, ich muss noch weiter runtergehen mit den Kalorien, ich muss noch viel mehr Sport machen und übrigens, ich bin ein komplett dummes Arschloch, denn ich kann nicht mal ein bisschen Fett verlieren und meine Waage stagniert komplett. Obwohl man vielleicht in der Realität optimal unterwegs ist. Aus diesem Grund, ich weiß, es ist schwierig und jeder von uns hat damit zu kämpfen, aber mache deinen emotionalen Erfolg des Gewicht- und des Fettverlustes vor allem nicht nur anhand der Zahl fest, die du morgens auf der Waage siehst. Ja, wir müssen uns wiegen, um auch eine gewisse Konstante zu haben bzw. festzustellen, ob grundsätzlich etwas passiert in Kombination mit dem regelmäßigen Ausmessen, Fotos machen, wie wir uns fühlen, wie unsere Trainingsleistung ist und. Und sei dir bitte bewusst, dass es nicht nur das Ziel sein kann, einfach nur so leicht wie möglich zu werden. Wenn wir das machen wollen, können wir uns gerne ein Bein abschneiden, dann sind wir bestimmt sofort zwischen 10 bis 15 Kilo leichter. Das ist aber nicht das Ziel. Das Ziel kann und muss es immer nur sein, einen niedrigen Körperfettanteil zu haben, mit im Grunde einem erhöhten Körpergewicht, denn das ist ein gutes Indiz dafür, dass wir gute Muskulatur haben und einen starken athletischen als auch gesunden Körper tatsächlich aufgebaut haben. Von daher mein Appell an dich, um nicht rückfällig zu werden, um nicht die emotionale Krise während des Fettverlustes durchlaufen zu müssen, mach dich so gut es geht emotional unabhängig von der Zahl, die du jeden Tag auf der Waage siehst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg und dass du dann zu den wenigen 5% gehörst, die erfolgreich sind und nicht zu der dicken Masse, die es leider nicht schafft, den 95%.
Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deine Ernährung meisterst und langfristig Fett verlieren kannst, dann empfehle ich dir außerdem auch mein neuestes Buch zu lesen. Das ist die Fettverlustfibel, die simple Wissenschaft zum ewigen Fettverlust. Das Ganze kannst du dir aktuell kostenlos zusenden lassen. Check dazu einfach mal den ersten Link in der Beschreibung aus. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für dieses YouTube-Video. Falls dir das Ganze gefällt, würde ich mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben und einen Kommentar für den Algorithmus freuen. Ansonsten schau auch gerne in der Beschreibung vorbei. Dort findest du noch mehr coolen Stuff wie mein Podcast und meine Lieblingssupplemente. Und in diesem Sinne, ich bin raus für heute. Dein Zerhard. Ciao.